Jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe vor ein paar Tagen einen Text gelesen von einer Person, die über dieses Thema gesprochen hat. Und das zeigt immer wieder, es passiert oft, dass man Batil mit gleichem Batil widerlegt. Yani, es ist eine Person, ein deutscher Jurist oder so, der hat auch Islamwissenschaften studiert. Und er hat sich über Ehen ausgesprochen. Die Unterscheidung der Ehe in Nikah Batil, Nikah Fasid, Nikah und Sahih, diese Einteilung. Und da hat jemand, wollte das widerlegen. Er wollte das widerlegen, weil das ja, weil die Leute denken, wenn jemand irgendwo falsch ist, dass er in allem falsch sein muss. Und dann widerlegen sie auch das, was recht ist. Dann wollte er das widerlegen, diese Einteilung, und wollte damit zeigen, dass das unkorrekt ist und ja, nee. Das kommt halt von der, das ist ein typisches Beispiel für die Almanion, nennt man die auf Deutsch nochmal? Säkularisten, die versuchen hier den Islam zu lehren. Das Problem ist das, was der Mann da gesagt hat. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die besteht im Fiqh. Und das ist einige der Fuqaha, dieser Auffassung, selbst die Hanabil sind der Auffassung, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen den Al-Uqud al-Fasida und den Al-Uqud al-Batila. Ich gebe euch ein Beispiel jetzt hier. Nehmen wir hier diese unwiderruflichen Verträge. Es ging nämlich um die Ehe. Unwiderrufliche Verträge, was ist damit gemeint? Damit sind Verträge gemeint, die man, wie gesagt, nicht ohne weiteres einfach auflösen kann. Dazu zählen wir zum Beispiel die Ehe. Eine Ehe, wenn du geheiratet hast, kannst du nicht einfach wieder rückgängig machen. Rückgängig, ja, ohne irgendwelche weiteren Folgen. Das meine ich mit rückgängig. Mit auflösen, dass es keine weiteren Folgen gibt. Das heißt, kein Mahr, kein Talaq, ja, keine Anrechte auf irgendetwas. Das wäre rückgängig machen. Die Auflösung der Ehe geschieht durch den Talaq. Und das hat rechtliche Folgen. Da jeweils stellen Sie die Frage, eine Ehe, die abgeschlossen wurde, die verdorben ist. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, verdorben heißt, eine Säule fehlt, eine Bedingung fehlt, oder sie ist, hat stattgefunden auf eine Art und Weise, die einem Verbot widerspricht. Sind diese Ehen mun'aqida, geschlossen und haben rechtliche Folgen? Die Ahl al-Ilm unterscheiden hier, zumindest in einigen Masahib, zwei Formen von Ehen, verdorbenen Ehen. Ankihatun batila, ankiha fasida. Was heißt Nikah batil und fasid? Sprachlich gibt es keinen Unterschied. Al-Butlan und Al-Fasad. Al-Fasad und Al-Butlan. Aber fachlich unterscheiden wir. Al-Nikah al-Batil huwa ma ujmi'a ala butlanihi. Die Ahlul-Ilm sind sich einig darin, dass das Batil ist. Es ist keine umstrittene Sache, wie eine Frau in ihrer Idda zu heiraten. Eine Frau befindet sich gerade in ihrer Idda und er heiratet sie in dieser Phase. Ist das umstritten? Es gibt hier den Konsens, dass diese Form von Ehe nicht legitim ist. Das ist Batil. Hat diese Form der Ehe irgendwelche rechtlichen Folgen? La. Sie ist nämlich nicht abgeschlossen. طيب النكاح الفاسد. Umstrittene Formen der Ehen. Umstrittene Formen der Ehen. Hier schauen wir mal, was die Hanabila dazu sagen. Das ist ein typisches, das klassische Werk der Hanabila, Rawd al-Murbi'. Rawd al-Murbi' ist so das Standardbuch, nachdem Al-Buhuti das geschrieben hat. Es ist interessant, dass Al-Buhuti, Imam Yunus ibn Mansur Al-Buhuti, wenn er ein Buch erklärt, erklärt es niemand mehr nach ihm. Das Buch Rawd al-Murbi' hat nach ihm niemand mehr erklärt. Jetzt werden Erklärungen wieder geschrieben, zu dem Zad al-Mustaqni meine ich. Er hat das Buch Zad al-Mustaqni erklärt in diesem Buch, Al-Rawd al-Murbi'. Man hat danach dieses Buch nicht mehr erklärt.
der Schach von Bhut hat gereicht. Man hat Hawashi und so geschrieben, Rangglossen und so. Aber mittlerweile wird das Buch wieder erklärt. Dieses Buch ist also eine unter. Er sagt hier, ich möchte euch nur zeigen, dass nicht alles, was im Internet geschrieben wird, auch wenn es professionell wirkt, dass es nicht immer richtig sein muss. Er sagt, hier, damit ihr das auch versteht, was ich hier sage. Ich habe vorhin gesagt, die Scheidung ist eine Folge von einer abgeschlossenen Ehe. Ich kann nicht eine Frau scheiden, mit der ich keine Ehe habe. طيب. النكاح المختلف فيه. Er sagt, وفي نكاح ويقع الطلاق بائنا للخلع في نكاح مختلف فيه كبلا ولي ولو لم يره مطلق. Denn die Scheidung fällt auch in dem An-Nikah al-Fasid. Die Scheidung fällt auch in dem An-Nikah al-Fasid al-Mukhtalaf fihi, wie zum Beispiel Ka-Nikahin bila Wali, in einer Ehe ohne Wali. Tayyib, warum? Weil es umstritten ist und weil dieser Khilaf toleriert und geduldet wird. Und weil die Ulama sagen, لا ينقض اجتهاد بمثله الاجتهاد لا ينقض اجتهادا مثله. Die Regel habe ich hier aufgeschrieben. Der Ijtihad annulliert nicht den Ijtihad. Weißt du, was das bedeutet? Selbst wenn ich beispielsweise einer bestimmten Rechtsschule folge, nimm dir an, du bist ein Qadi und deine Expertise ist im Bereich des hanbalitischen Fiqh. Es kommt vor dir ein Fall, zwei Personen haben geheiratet, ein Mann, eine Frau ohne ein Wali. Sie sind Hanafiten. Oder sie sind vielleicht nicht Hanafiten, aber der Qadi oder der Imam, der sie verheiratet hat, ich meine mit dem Imam nicht einfach die Vorbeter, ich meine mit dem Imam jemand, ja, von Ahlul Ilm, hat sie verheiratet und sie haben ihn natürlich vorher gefragt und er ist ein Faqih in diesem Madhab und ist der Auffassung, dass eine ausgereifte, volljährige Frau sich selbst verheiraten darf. Das ist der Madhab der Hanafi, aber mit gewissen Bedingungen. So, jetzt kommt es zu einem Streitfall und sie kommen vor dir ins Gericht. Und wie gesagt, deine Expertise liegt nur im Bereich des hanbalitischen Fiqh. Und die Hanabila und wie die Jumhur sind der Auffassung, dass diese Ehe ungültig ist. An-Nikahu bila waliyin fasid. Tayyib, jetzt kommen die zu dir, was sagst du zu ihnen? Sagst du zu ihnen, hier, das was ihr macht ist Zina, geht wieder fort? Gibt's nichts, Scheidung, gibt's kein Mahar? So? La. Al-Ijtihad la yanqudu mithlahu. Dein Ijtihad, die meisten Fuqaha sind heute keine Mujtahidin und schon lange nicht mehr Mujtahidun. Die meisten Fuqaha sind sowieso Muqallidun. Egal welchem Madhab sie angehören. Und da besteht das Recht erst noch weniger. Deine Auffassung, die du befolgst, ist reiner Taqlid. Du bist ein Blindfolger. Du hast nicht die Kompetenz. Du hast nicht die Kompetenzen dafür, um eigenständigen Ijtihad zu betreiben. Das heißt, du folgst nur einer Auffassung, wo du irgendwo denkst, aus heiterem Himmel oder wegen irgendwelchen vermeintlichen Adillern, dass das die stärkere Auffassung sein muss. Oder vielleicht denkst du das auch gar nicht. Vielleicht befolgst du einfach nur jemanden. Wie kannst du es dir nehmen, dann eine ähnliche Aussage, die auch nur auf einem Ijtihad basiert, einfach so aufzulösen? Das ist Jahl. Und so geht man nicht mit den Sachen um. So geht man nicht mit diesen Thematiken um.